Jetzt guten Abend und herzlich willkommen zu der tragisch schönen Woche von Project 52 Live. Wir haben ja das Thema mein Lieblingsfilm und vielleicht habt ihr es mitbekommen. In dieser Woche ist auch einer der größten Filmmusikkomponisten unserer Zeit gestorben, Ennio Morricone, der extrem viele Italo-Spaghetti-Western auch die Musik geschrieben hat. Und das passt natürlich perfekt, da wir zufälligerweise gerade das Thema haben, mein Lieblingsfilm, völlig verschieden interpretiert. Und ich wechsle da gleich mal auf den Bildschirm teilen, dass ihr den Screen seht von Instagram. Und das sollte jetzt der Fall sein. Jetzt sehe ich euch nicht mehr, ich muss da kurz einen Splitscreen machen. Genau, jetzt habe ich euch auf der Seite ganz klein. Also, wir starten mal gleich hier unten mit dem Bild Nummer 1 von, muss mal kurz schauen, von Peter. Jetzt ist die große Frage, ich gehe mal davon aus, dass das von einem Film ist. Und jetzt, da er am Tauchen ist oder ein Taucherfoto eingeschickt hat, gehe ich davon aus, dass es sich um einen Taucherfilm handelt. Jetzt weiß ich nicht, ob er vielleicht damit The Big Blue gemeint hat oder irgendwie The Abyss im Abgrund der Tiefe oder The Cave, was auch immer. Peter, erzähl uns ein bisschen mehr. Heiß. Du bist nah dran. Ja, jetzt, der dritte dran. Ist es dann. So. Ja, wenn du eins weiter blätterst auf dem Foto, nach Pfeil, nach Rest, hast du die Lösung. Ah, Sanktum. Okay. Das ist einer der Taucherfilme, wo man nichts sagt, aber tönt mehr so nach Horror-Taucherfilm. Ist das richtig? Oder ist das ja, es schon? Ist ein Film, der in 3D aufgenommen wurde und handelt von einem Forscherteam, das eine Höhle erforscht, die dann eben wegen Unwetter geflutet wird. Und die Geschichte geht eigentlich darum, aus dieser Höhle wieder rauszukommen. Aha, okay. Also nichts für Leute, die Platzangst haben, ja. Okay. Ja, ich war nicht so falsch mit The Cave, ist aber mehr so ein Horrorfilm mit dann so Mönsterchen oder so, aber auch mit Höhlensystemen und so. Sehr cool. Von der Aufnahme her, was ich noch wollte wissen, und zwar, ich weiß nicht, ob du was geschrieben hast, doch das Innenschirm von wenige Meter Oberfläche des Flusses liegt der 1 Kilometer lange Höhlensystem. Was ist denn das hier auf der Seite? Diese Steine sind die natürlich entstanden. Die schauen so aus wie so geschnitten irgendwie. Ja, die sind natürlich entstanden. Man sieht hinter dem Kollegen, der da taucht, der hinter mir tauchte, sieht man die Decke, die ein bisschen eingestürzt ist. Das sind alles Riesenplatten. Ja. Okay. Und das zieht sich dann kilometerlange ins Gebirge rein. Also man kann da locker eine Stunde rein und wieder eine Stunde raustauchen. Okay. Wunderschönes Höhlensystem, ja. Und Höhlentauchen ist ja nicht ganz so einfach, also nicht so für Anfänger, glaube ich, geeignet vom Tauchen her, oder? Muss man einen speziellen Schein haben? Ja, also es ist schon eine spezielle Ausbildung, die man durchläuft, mit sehr viel Üben und Praxis. Und, auch wegen den Bewegungen, Sedimente auf und so. Ja, genau. Ja. Und man taucht da zum Teil auch blind dann. Man muss eigentlich alle möglichen Szenarien blind beherrschen. Okay. Das ist schon ziemlich challenging, aber also schön. Nichts, wunderschön. Nichts, wenn man den Paddy gerade abgeschlossen hat. Nicht wirklich. Und was auch noch speziell ist, es ist extrem, wie man merkt, dass Höhlen, die fressen das Licht auf. Ah, okay, also wirklich ein Lichtfresser. Also es ist wirklich brutal, was man da an Lampen reinnehmen muss, damit es einigermaßen, dass man es ausleuchten kann. Ja. Sind die auch noch bewohnt, die Höhlen von Tieren, oder hat es mehr oder weniger nur noch Mikroorganismen und sonst Nein, also man sieht sehr selten irgendwo einen Fisch oder so. Dreht sich gar niemand rein? Nee. Okay. Vielen Dank für deinen Beitrag zum Thema, den muss ich mir aufschreiben, Sanktum. Genau. Aber in 3D, das heißt, es macht noch mehr Spaß, wenn ich ihn in 3D schauen könnte. Ja, ist das eine wirklich sehr, sehr berauschenden Wirkung. Ja, absolut. Also ganz toll. Gut, gehen wir mal eins weiter. Also ich glaube, da muss ich, ohne dass ich die Beschreibung lese, gehe ich davon aus, dass es sich um Star Wars handelt bei dem Film. Und ich glaube, da haben wir so einen richtigen Star Wars Geek erwischt, wo auf diesem Foto passiert, wenn man dann liest, dass der das aus dem ganzen Welt zusammengekauft hat und dann was zusammengenäht hat mit Lichtschwert und so. Ich glaube, es ist ein Composing zwischen der Aufnahme der Person und dieser Felslandschaft, weil irgendwie scheint mir der irgendwie in den Proportionen nicht ganz zu stimmen. Also ich hätte zum Beispiel, klar, da wird ein bisschen vom Mantel wegfallen, ich hätte den einfach ein bisschen weiter unten gesetzt, dass die Schuhe nicht drauf sind, weil so kriege ich ein
anderes Gefühl von Größenverhältnissen. Es scheint mir irgendwie zu schweben auf dieser Plattform oben. Also irgendwie Größenverhältnisse von dem Obi-Wan gegenüber der Landschaft stimmt irgendwie nicht so überein. Was ich aber sehr schön finde, wenn man nachschaut, wie die Stimmung vom Licht heißt in den Filmen von Star Wars, hat es sehr schön rübergebracht von dieser Morgen- oder Abendstimmung. Und viele Szenen sind ja, glaube ich, in Tunesien gedreht worden. Aber ich glaube, das schaut eher so nach Amerika, wenn ich das irgendwas geschrieben habe. Aber schaut für mich so ein bisschen nach USA oder so aus. Aber sonst stimmig, auch mit dem leichten Schimmer ums Lichtschwert rum passt. Ist eine sehr stimmige Aufnahme. Und da müssen wir jetzt noch fragen, welchen Star Wars-Teil, aber das lassen wir jetzt mal aus, dieses Quiz. Also, ich gehe mal ein Bild weiter. Das ist natürlich eine sehr schöne Interpretation eines Themas, das schlussendlich hieß es einfach mein Lieblingsfilm und damit war schon der Film gemeint, aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ja Moment, mein Lieblingsfilm war früher zu analogen Zeiten eben dieser Ilford HP5, ich glaube, den gibt es heute noch. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, von wem das Bild ist, von dir, Albin. Du bist schon ready. Genau, erzähl uns mal ein bisschen zu deiner Liebe zu diesem Film. Ja, also es geht natürlich eben zurück, da 30, 40 Jahre, als ich noch analog fotografierte und auch selber entwickelte. Aber das heißt ein Schwarz-Weiß-Film? Schwarz-Weiß, genau. Ich habe nicht Farbentwicklung gemacht, sondern nur Schwarz-Weiß. Habe ich auch nie geschafft, Farbe. Ja, war mir zu kompliziert. Ja. Abgesehen davon liebe ich Schwarz-Weiß-Bilder. Mhm. Und dieser Ilford HP5, der war mir wirklich sehr zugetan mit 400 ISO. Ja. Von der Auflösung her sehr gut, aber man konnte ihn auch pushen. Mhm. Das heißt, tiefer belichten und dann höher entwickeln, oder? Ja, genau. Genau. Okay. Aber da gab es also, nur eine Körnung rein, also harte Schatten und so. Ja. Von der Körnung her sehr gut. Also ich war sehr, sehr zufrieden mit ihm. Den gibt es heute Legendlich noch. Gelegentlich auch mal Kodak, aber eigentlich hauptsächlich nur Ilford. Ja, aber den Film gibt es heute noch, meinte ich, oder? Ich glaube schon, ja. Den kann man heute noch. Ich würde sagen, bei RC Marco oder so, sogar gab es Digitec und Galaxus, haben jetzt ein sehr großes Sortiment wieder an analoger Fotografie aufgebaut. Also ich habe noch zwei Filme im Kühlschrank. Okay, richtig aufbewahrt. Genau. Sehr schön. Und die Kamera funktioniert eigentlich ja mit den Objektiven von den Spiegelreflexkameras in den heutigen. Nikon hat ein bisschen die Geschichte, bei einer gewissen Generation geht es nur noch mit Adapter und so, aber es ist kein Problem von den Objektiven her. Ja, nein, ich hatte seinerzeit Minolta. Okay. Und irgendwann mal war das fertig und dann habe ich gewechselt. Also das ganze Programm. Wie hast Weil du das? Die Objektive waren auch nicht gerechnet für digitale Kameras. Ja. Genau, ich hatte mal seinerzeit Versuche gemacht und dann habe ich gesagt, nein, das bringt es nicht. Ja, lieber Gott. Und dann habe ich das System gewechselt. Ja, okay. Ja, Gott sei Dank, das gibt es ja nicht mehr. Ja. Genau. Rechtzeitig gewechselt. Wir sind einen Grünschleier reinbekommen, da ist ja noch zusätzlich ein Effekt. So diesen ja, HP-Grün. Also das HP5, das ist Originalgrün. Mhm. Also ein sehr schönes Grün und das war eigentlich auch Motivation, dann noch etwas mehr Grün einzubringen. Und dieses Meergrün, da habe ich eine Spätzle-Kelle genommen. Also aha. Kelle mit und einem, durchgeschimmert mit einer Lampe. Grünfilter, Grünfolie darüber gelegt und das dann so beleuchtet. Okay. Also sehr simpel. Und so entstanden eigentlich so die einzelnen Lichthöfe. Genau, Und die Taschenlampe war so mit Wechselfarbwechsel, oder ist eine Folie dazwischen gedacht, dass das grün ist? Nein, das war eine ganz, ganz normale, sogar meine Bike-Lampe. Ah, okay, cool. Ja, ganz normal. Er gibt noch zusätzliche Stimmung, es hört ein bisschen aus wie ein Bokeh im Vordergrund. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, vielen Spaß Dank, gemacht. Albin, für deinen Beitrag zum Thema mein Lieblingsfilm. Ja, gern geschehen. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wir haben einen Mann, scheint mit einer Gitarre, die Musik ist all around us. Also gehen wir davon aus, dass es ein Film wird sein. Leider ist Nathalie, glaube ich, nicht da, aber habt ihr Ideen? Ihr könnt einfach mal reinrufen, was ihr denkt, was das für ein Film sein könnte. Gitarre, also mir fällt da gerade einer ein, so spontan. Habt ihr auch Ideen? Ihr könnt es auch in, mal schauen, ob ich irgendwie den Chat hinkriege. So.
Genau. Also sag mal, könnt ihr einfach reinrufen, Mikro anstellen und kurz reinrufen, was ihr denkt, was es ist. Für einen Film. Hat jemand eine Idee? Nicht alle auf einmal. Ah, Kommentar hinzufügen. Okay. Ah nein, das ist aber ein Bild selber. Okay. Also ich habe vor kurzem einen Film gesehen, der hieß A Star is Born. Aber dadurch, dass die Fotografin nicht da ist, wissen wir nicht genau. Au. Ich muss nur reinschauen. Hä? August Rush, the movie. Okay. Ich sage nichts mehr. Fall hat sich von alleine geklärt. Muss ich nachgucken, wie eine Bildungslücke. August Rush, the movie. Noch nie gehört, aber ich bin auch nicht Tanzpädagogin und darum sei es mir verziehen, dass ich den Film nicht kenne. Aber ich liebe sonst allgemein Filme, so Rhythm Is It oder so, finde ich einen sehr tollen Film. Nicht nur was Musik anbelangt, sondern auch allgemein der Rhythmus des Lebens. Wir gehen mal ein Bild weiter und kommen zu einem Bild, was mit meinem sehr schlechten Wissen über Starfotografie, glaube ich, ist es Milchstraße. Es sind Dokumentarfilme zum Thema Milchstraße. Okay, Patrick ist, glaube ich, heute nicht da. Also dann, glaube ich, meint er nicht spezifisch einen Film, wo dieses Foto gepostet hat, der Patrick, sondern allgemein Dokumentarfilme zum Thema Milchstraße und Astronomie. Also das heißt, das ist nicht ein spezifischer Film gemeint. Vom Licht her finde ich es mega schön, weil alle, die solche Fotos machen, die wissen, wie schwierig das ist nachher zum Bearbeiten, weil wir sehen eigentlich bei den Originalaufnahmen praktisch nichts von der Milchstraße. Erst wenn wir dann im Lightroom oder Photoshop das Bild aufarbeiten, kommt dann wirklich die Milchstraße raus. Und auch hier, ich sehe leider nicht, was aufgenommen worden ist, aber das Phänomen hier, dieser gelbe Glanz unten, das kommt eigentlich von irgendeiner Stadt, die in dieser Richtung zu scheinen scheint. Und wir haben heute das Phänomen, dass es fast überall Lichtverschmutzung, ich sage jetzt einmal so böse, wenn man Lichtverschmutzung gibt, dass wir eigentlich an sehr seltenen Orten überhaupt noch klaren Nachthimmel sind, zum Beispiel in der Wüste oder so, sehen wir nur wirklich den schönen Nachthimmel mit Sternen. Sobald Städte in der Nähe sind, seht ihr sehr wenig bis gar nichts mehr vom Nachthimmel. Das nennt sich Lichtverschmutzung, ist ein Riesenproblem für Fotografen. Es gibt sogar extra Filter, so gelbliche Filter, die dieses Licht hat ein bisschen mindern. Jetzt, Martin ist da. Martin, und auch hier mal lustiges Rätselrad. Ich versuche trotzdem mal, ich muss das irgendwie hinkriegen. Es ist nämlich mega cool, wenn wir den Chat nebenbei noch offen hätten. Genau. Also Kommentare. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare rein, was ihr denkt, was das für ein Film sein könnte. Ich habe nämlich so eine Ahnung, aber sehr wahrscheinlich liege ich völlig falsch. Also bitte nutzt die Kommentare. Die Funktion, mal schauen, wie das da geht. Und schreibt mal rein, was ihr denkt, was das für ein Film sein könnte. Ihr müsst dann nur noch sehen. Das kriege ich auch noch hin bis dann. So, ich höre es tippen. Aber ich sehe die Chat-Funktion noch nicht. Das liegt vielleicht mehr an mir, weil ich habe keinen Bildschirm zum Teilen. So. Chat, genau. Chat. Jetzt habe ich den Chat. Also, wir haben von Peter die Idee The Ring. Also The Ring im Sinn vom Film The Ring. Okay. Ich habe eine andere. Also, Martin, es ist ein Film. Ja, ja. Okay. Ist es ein Film, der nicht in unserer Zeit spielt? Also nicht 1900 irgendwas oder so, 2000 irgendwas. Ja, knapp vor 2000 Jahren. Vor knapp 2000 Jahren. Also, habt ihr weitere Ideen? Ich tippe einfach mal meine Idee rein. Yeah! Ich liebe diese Szene, die ist ganz subtil und die fällt niemandem auf. Gladiator gibt eine Szene, wo er mit der Hand so über die Kornfelder streicht, oder? Das war die Szene, wo du fotografiert hast, nämlich an Martin. Ja. Genau. Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe könnte es auch sein. Der Ring ist mindestens dran. Also Gladiator, falls ihr den noch nicht geschaut habt, kann ich sehr empfehlen. Ist einer der genialsten Filme mit Russell Crowe allgemein, wobei Robin Hood auch cool ist. Aber Gladiator sind so diese ganz kleinen, stillen Momente. Und gerade dieser Moment, der ist mir irgendwie mega geblieben. Er hat sowas extrem Starkes, obwohl der Film eigentlich von Gewalt strotzt, sind es die kleinen
feinen, sensiblen Momente, die auch extrem berühren. Gut, wir gehen mal mit dem rustigen Rätselraten weiter. Martin, von der Aufnahme kurz, du hast es noch irgendwie nachher entsättigt oder so, oder wie hast du das in der Bearbeitung gemacht? Das Originalbild ist viel gelblicher, also eigentlich okay. Man das fehlt und es ist richtig gelblich, das Originalbild. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, momentan ist es ein bisschen schwierig, jetzt haben wir ja Anfang Sommer, es ist alles grün und dann habe ich ein bisschen nachgeholfen und versucht, einen Gelbstich die Stimmung reinzubekommen. Okay, sehr cool, sehr cool. Und ist es ein Selbstporträt? Wer hat da müssen hinhalten mit der Hand? Das ist mein Sohn. Ah, okay. Ja. Cool. Sehr schön. Und unten sind irgendwie so Bäume oder so irgendetwas, wo, oder ist es Gras? Ja, oder? Genau. Statt ein Feld ist das ein Gebüsch. Man nimmt, was man bekommt, oder? Ja. Genau. Sehr cool, Martin. Und aber das ganze Bild, das neben dem Farbstich, ist auch noch irgendwie so auf Vintage gemacht. Also hast du es nur mit dem Gelbstich hinbekommen oder auch sonst noch irgendwie. Ja, auch mit Vintage. Ja, ganz schon, cool. Noch ein Filter drüber. Ich finde, diese ganze Stimmung ist so ein bisschen zeitlos im Bild. Sehr cool. Nice. Gut. Ich glaube, da muss man auch nicht groß schauen, was es für ein Film sein kann. Die große Frage ist eigentlich mehr, welcher Batman-Film er meint. Also auf jeden Fall sicher mal Batman. Daniel, weiß ich gar nicht, ob er da ist. Doch, er ist da. Und er schreibt dann so ein bisschen alles rein. Und ich habe mal eine Frage als absoluter Filmnerd an Dani. Es gibt ja so diese Marvel- und DC-Fans. Das ist ein DC-Verfilmung. Bist du von beides Fan oder bist du so ein treuer DC-Fan, Dani? Also, sali Roberto. Servus. Ich bin einfach plötzlich von der Comicfigur Batman. Ja, Batman an sich. Mhm. So, seit Kind, also die ersten Verfilmungen, die ersten und dann so die erste Verfilmung mit von Tim Burton war das, glaube ich. Tim Burton, genau, mit dem Joker, Jack Nicholson, ja. Den habe ich einfach cool gefunden. Wo man dachte, also, es gibt keinen besseren Joker eigentlich oder jemals. Ja. Genau so. Ja, das ist meine Referenz an Batman. Ja, ja, sehr cool. Auch alles so schön schwarz-weiß und dunkel. Das ist schon fast ein Loki, wenn man hinten da nicht sieht. Und eigentlich ist es so ein Anti-Superheld ein bisschen. Ist ja nicht so der brave Superheld wie zum Beispiel Superman oder so. Gibt es Filme, die dir besonders gut oder weniger gut gefallen haben? Du hast ja noch Hashtag Batman vs. Superman geschrieben. Den finde ich absolute Scheiße. Eben, reden wir nicht über den Film. Das freut mich, dass es uns ähnlich geht. Gewisse Filme hätten nie gedreht werden sollen. Genau, der gehört dazu. Genau, sehr cool, sehr cool. Batman, ja. Definitiv. Und das ist unten, also Unterlage schaut irgendwie so wie Stoff oder Teppich oder so aus. Nee, da war ich selber überrascht. Ist so ein schwarzes, perforiertes Papier. Ah, okay. Jetzt probiere ich das so ein bisschen mit Lightroom und da gibt es so Funktionen, wo du diese Hintergründe noch bearbeiten kannst. Ah, okay. Und eben, jetzt ist nicht ganz so plain, es ist wirklich so ein bisschen grobschlächtig, ja. Ja, und das schaut irgendwie so aus, ein bisschen so Asphalt oder so, also es passt sehr gut zum Bild. Auch die Mimik, ich nehme mal jetzt eine Lego-Figur, oder? Ja, genau. Auch der Gesichtsausdruck ist eben so passend von Batman. Die Lichtführung, das ist so, es passt zu der ganzen Batman-Stimmung. Sehr cool. Du hast irgendwas noch von Originalbild geschrieben, aha, im Chat, wie es wäre, wenn es unbearbeitet gewesen wäre. So, also, gut, dann gehe ich mal ein Bild weiter. Vielen Dank, Martin, für deinen Beitrag von Ich bin Batman. Oh, jetzt, also ich meine, ja, vielleicht die jüngere Generation unter uns, die weiß nicht, was das für ein Film ist. Also ich durfte ihn ja auch nicht schauen zu der Zeit, wo er rausgekommen ist. Aber das Coole ist, ich habe wirklich nochmal das Originalplakat nachgeschaut. Ich habe zweimal müssen schauen. Und da stimmt einfach alles. Es stimmt die Türe, es stimmt die Haarsträhne, es stimmt der irre Blick. Und das ist einer von den wenigen Filmen, der mir heute noch Angst macht. Also das ist einfach so. Und im Prinzip, wenn ich es vergleiche von früher zu dem heutigen, finde ich es den alten Film, ein Kinderfilm. Aber der fällt mir heute noch ein. Aber wie ist es im Bild gekommen? Erzähl uns von deinen Vorlieben, Joe, von Filmen. Ja, es ist der erste meiner Lieblingsfilme, die mir in den Sinn gekommen ist. Das könnte ich
einfach, also sage ich jetzt einmal, einfach nachstellen. Ich bin ja immer noch im Ausland, im Ausland. Und das habe ich da im Hotelzimmer, aus dem Badzimmer. Meine Partnerin hat mich da dazu geholfen. Ja. Und das ist die Tür im Prinzip von der, vom Badzimmer. Ja, auch der Türrahmen passt noch. Genau, ja. Und dann ein bisschen, ich habe versucht, möglich an das Originalbild in Sache Licht und, und das Ganze ranzukommen. Das ist natürlich sehr schwierig. Ich habe es ein bisschen versucht und ja, dabei ist es, dass das Bild entstanden so. Es ist einer von den ersten Lieblingsfilmen, die in den Sinn gekommen sind. Ja. Und ja, so haben wir da das so gemacht. Und wie viele, also sie ist Daumen hoch, und wie viele Fotos hast du, hat sie machen dürfen müssen, bis das, so, also diese Wahnsinn im Blick, hast du den schon irgendwie im Programm drin, oder? In der Tat, also wir haben etliche Male versucht und dann das Originalbild immer nebenan gestellt und verglichen und es sind circa, wenn wir 25 Mal geschossen. Okay, ich finde es wirklich frappierend krass, die Ähnlichkeit. Ja. Sehr gut. Also wenn es heute Abend wieder einen Oscar geben, dann würde er an dich gehen. Für die filmreifende Umsetzung eines Motivs. Ja, Shining, hast du den zweiten Teil gesehen, der jetzt vor kurzem im Kino war? Ich habe ihn irgendwie verpasst, da Dr. Sleeps Erwachen oder so. Ja. Aber habe ich verpasst, ja. Ist ja oft so mit zweiten Teilen, dass sie meistens nicht wirklich besser sind als der erste Teil. Ja. Schwierig zu docken, ja. Sehr cool, ja. Ach, halt wieder Jack Nicholson, also ähnlich wie bei Joker, der gleiche Schauspieler. Und ja, ich glaube, man muss ein bisschen wahnsinnig sein, um solche Rollen spielen zu können, auf jeden Fall. Sehr cool, sehr cool. So, jetzt wird es extrem schwierig, weil die erste Idee wäre irgendwie gewesen, her, oder? Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Wir haben, wenn ich das richtig sehe, haben wir, vielleicht sehe ich es auch, aber ich sehe Haare in dem Bild. Ich sehe Haare, ich sehe irgendwelche, ein X aus rotem Papier, eine Nadel drin und dann, oder nee, warte, jetzt wird es langsam spannend. Das ist eine Spritze. Oh, aha, jetzt wird es natürlich langsam, okay, ich habe eine Idee. Olli, ohne zu erzählen, was es für ein Film ist, erzähl uns ein bisschen zum Bild, auch wenn es schwierig wird mit nicht verraten. Aber sehe ich das richtig, dass wir eine Spritze sehen? Ja, Spritze ist ganz wichtig. Ist ganz wichtig. Und ich musste das, also mir sind die Utensilien, also ich habe einen Bastelnachmittag zu Hause gemacht. Okay, ich sehe einen Plüsch-Teddybär hier noch. Ja, es ist, also die Haare ist, stimmen nicht zum Film. Es ist das Kreuz quasi ist auch nicht richtig, aber die Spritze ist ganz wichtig, dass es zwei Leute eigentlich sind, oder? Zwei Leute? Und was ist das X? Also das X bedeutet. Ja, das X ist im Film ein Punkt eigentlich. Aha, ist okay. Kein, aber die Figuren, die sind wirklich diese Zwerge, das waren die einzigen, weil ich auch keine Kinder habe, habe ich auch keine Teddybären und keine Puppen und weiß auch nicht was. Aha, okay, jetzt sehe ich langsam die Zwerge. Die haben so riesen Bärte gehabt. Aber, aber also es braucht sehr viel Fantasie. Hat der Film etwas mit Drogen zu tun? Hat sehr viel mit Drogen zu tun. Okay. Ich und das ich weiß eben, du hast ihn schon ein paar Mal, den Regisseur hast du schon ein paar Mal erwähnt, deshalb habe ich gedacht... Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Okay. Und den Film finde ich wirklich outstanding. Ah, ich habe langsam eine Idee. Also es gibt so eine Szene, wo eine Spritze ins Herz gedrückt wird. Das ist sie. Okay. Wer weiß, wie der Film heißt? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Dankeschön, ja, Daniel. Daniel weiß es natürlich. Ne? Pulp Fiction. Also genau. Es ist die Szene, was ich dachte zuerst sehr lange an Blattspitz Baby. Bist das du dann auch möglich. Bis du dann sagtest, ich habe sehr viel schon über diesen Regisseur geredet, dann kannst du Quentin Tarantino sein. Und die Szene, wo sie eine Überdosis hat und er ihr dann mit Filzstift so ein Kreuz auf die Brust malt. Absolut. Es ist eben kein Kreuz, sondern es ist ein Punkt. Aber okay. Ich musste das irgendwie anders. Bei dir musste der Teddybär hinhalten einfach. Okay. Ja, genau. Sehr cool, sehr cool. Okay. War jetzt ein bisschen schwierig, aber es war amüsant, das Rätsel zu lösen. Sehr cool. Pulp Fiction, ja. Definitiv einer der besseren von. Wir haben letztens wieder Jackie Brown geschaut und nach dem dritten Mal schauen hat er uns immer noch nicht gefallen.
Und ich muss aber sagen, nicht jeder Tarantino-Film muss gefallen. Also die Geschmäcker sind verschieden, aber Pulp Fiction definitiv einer der genialsten, wenn nicht der genialste überhaupt von ihm. Sehr cool. Und was ist das links hier bei der Spritze, dieses undefinierbare irgendwas? Vielleicht nehme ich am Samstag diese beiden Zwerge mit. Also ja, das ist eine gute Idee. In den Hosensack. Aber mit der Spritze bitte. Mit der Spritze, ja, das ist so irgendwie, ich weiß auch nicht, woher ich die habe. Ja. Aber das Problem ist, die haben eigentlich nur Füße, okay, einen ganzen kleinen Körper, riesen. Aha, der Rest sind Haare. Ja. Und ein riesen Ding, die haben gar keine Arme. Und diese Arme habe ich so aus diesem, verstehst du, aus diesem medizinischen Tape hier. Das sollten Arme sein. Ich so Würste gemacht und ich habe dann dort, wo du den Pfeil jetzt hast, habe ich noch versucht, so einzuschneiden, dass es so ein bisschen nach Hand ausschaut, oder? Dass man leicht erraten könnte, dass das ein Arm und eine Hand ist, der diese Spritze hält, oder? Also der. Okay, ja. Jetzt verstehe ich es. Aber ich meine, es ist ja sonst drauf. Mittag bei Olli. Ja. Aber es ist cool, Bastelstunde mit Olli, ja, genau. Ja, genau. Sehr cool, sehr cool. Olli. Martin. Olli. Ja. Es gibt auch eine Szene bei Kill Bill mit einer Spritze. Ah ja. Auch von der Tarantino. Ja, ganz am Anfang, wenn sie umbringen will, meinst du die? Ja, ganz genau. Im Spital. Genau. Ah, du meinst im Spital, wo sie vergewaltigt wird von diesem, wo sie misshandelt wird von diesem Cowboy da. Genau, ja, das wäre auch, das wär auch eine gute Szene gewesen. My name is Buck, genau. My name is Buck, ja, das ist auch, da hat sie auch eine Spritze in der Hand, aber ich glaube, sie setzt sie dann nicht. Also fotografisch war für mich das Schwierigste, war diese Nadel, die ist wirklich sehr, sehr dünn. Okay. Und ich musste dann, also das ist hier auf meinem Bett, habe ich das aufgenommen. Ja. Ich habe mit dem Hintergrund, dass das weiß ist hinten dran, dass diese Nadel einfach, dass man auf jeden Fall die Nadel sieht, oder? Und diese blöden Haare, ich wollte sie nicht abrasieren natürlich, sondern ich musste sie irgendwie, also es war sehr schwierig für mich. Also ich sehe, hat er eine amüsante Woche mit der Aufgabe. Also ich habe sehr viel gelacht bei dieser Aufnahme. Sehr cool, sehr cool. Das freut mich. Gut, dann gehen wir ein Bild weiter und ich glaube, da ist auch relativ klar, um was es sich drehen könnte. Das Bild ist von Andi. Andi ist, glaube ich, heute nicht in der Leitung, mindestens höre ich oder sehe ich ihn nicht. Bin morgen leider nicht dabei, gut, da schreibst du sogar ein Dings rein. Aber was ich nicht verstehe, ist nach irgendetwas mit Naomi Watts. Also ist der Film mit Naomi Watts, weil ich hätte als erstes auf Herr der Ringe getippt. Aber jetzt der Ring, okay. Spielt denn Peter, spielt denn bei Naomi Watts, bei The Ring Naomi Watts mit? Keine Ahnung. Anscheinend. Okay, er schickt schon ein YouTube-Video-Link rein. Okay. Also The Ring, da reden wir von diesem Horrorfilm The Ring, oder? Ist das richtig? Einfach, dass ich das richtig interpretiere. Ich gehe mal kurz ein YouTube-Ding öffnen. Ui, ja. Also nächstes, in dem Fall ist es The Ring. Okay. Jetzt seht ihr den Screen nicht mehr, oder? Von Instagram. Seht ihr nicht mehr, okay. Da bin ich kurz sorry, ich habe den YouTube-Film da von dem Adrenalin-Shot. Den habe ich schnell reingekriegt, dass man den anschauen kann. Sorry. Kein Problem. Nein, ich habe das, ist mein Fehler, dass ich gerade geklickt habe, weil dann bin ich irgendwie rausgefallen. Ich gehe nochmal kurz auf Insta. Also, nochmal Frage in die Runde. Einen Moment. Ich muss noch kurz mal den Screen teilen. Sich nur noch um Stunden handeln. So. Nein, das wollte ich nicht. So. Stoppen. Also, Bildschirm freigeben. Dann gehe ich auf Insta. So. Seht ihr wieder den Ring? Gut. Also Nummer 1 ist, es ist ein Film mit einem Ring und Nummer 2, es ist anscheinend die Hauptdarstellerin Naomi Watts. Das schließt also schon Herr der Ringe aus, meinte ich jetzt mal mit meinem sehr schlechten Vorwissen über Herr der Ringe, aber ich glaube nicht, dass sie mitspielen. Das heißt, was noch eine Möglichkeit wäre, wäre der Ring. Oder habt ihr irgendeine andere Idee, was das für ein Film sein könnte? Großes Schweigen. Also das müssen wir noch herausfinden. Also es geht auf jeden Fall, also ohne zu wissen, was für ein Film ist, hätte ich jetzt auf Dings getippt, auf Herr der Ringe, und zwar auf dieses, auf Gollum. Auf Gollum, der da, so ich kann mal in den Chat rein, da passiert so. Andi hat mir die Lösung gesagt, es ist ein Horrorfilm, der Herr der Ringe. Thanks, Martin. Adrenalin-Shot, also, es ist ein Horrorfilm. The Ring,
Ja, also es ist The Ring. Also es ist The Ring ist ein Horrorfilm. Und zwar, ich wusste nicht, dass der neue Film mit Naomi Watts war, aber The Ring ist eigentlich ursprünglich ein japanischer Horrorfilm. Wer hat die Lösung geklingelt? Das ist Peter. Andi, genau. Peter, ist es der Film mit der Frau, aus dem Brunnen rauskommt? Peter, hörst du mich? Hört ihr mich? Ja? Okay. Hat sonst irgendjemand den Film gesehen? Und weiß, ob das der Film ist mit der Frau, die mit aus dem Brunnen rauskommt? Peter ist gerade abwesend. Wir haben noch Sonja. Sonja, du weißt es nur von Andi. Genau, und ich habe keine Ahnung. Okay, das muss jetzt irgendein Horrorfilm sein, ja. Aber wie alt der ist oder so, habe ich keine Ahnung. Ja, schon 10 oder 15 Jahre alt. Aber ich glaube, es ist der Ring ist der mit diesem Mädchen in den Brunnen, wo er rauskriegt. Das ist ein richtiger, krasser Horrorfilm, kann ich nur sagen. Also einer, wo ich auch ziemlich Schiss bekommen habe. Das braucht bei mir extrem viel, dass ich Angst bekomme. Filme. Da bin ich mit dem echt mulmigen Gefühl aus dem Kino rausgegangen. Peter versucht sich irgendwie wieder zu verkabeln. Also kann ich so empfehlen, wenn ihr Horrorfilme gern habt und wirklich Nerven mit Drahtseile habt, dann kann ich The Ring empfehlen. Es gibt nämlich als Original, der ist, glaube ich, Ringu heißt er, die japanische Version, dann gibt es das Hollywood Remake The Ring. Und der ist, ja, ist faszinierend, sagen Sie mal so. Peter, hörst du uns schon wieder? Also, Peter, hörst du? Du hörst uns. Peter, hörst du uns? 1, 2, 3. Peter, du hast den Film anscheinend gesehen, ist das richtig? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ah, okay, dann hat irgendwie sonst jemand, Peter, mir alle ist ein Horror. Also ich habe schon The Ring geschrieben, aber ich habe den Film selber nicht gesehen. Okay, nein, es ist, also wenn es The Ring ist, dann ist es definitiv ein Horrorfilm. Okidoki. Aber sehr cool gelöst. Als erstes denkt man natürlich, ist Herr der Ringe mit dem Gollum oder hinten so mein Schatz. Aber nein, es ist ein Horrorfilm, der nichts mit Gollum zu tun hat. Von wem ist das Foto? Von Andy M. Andy M. Andy Mühle. Also Andi ist, glaube ich, heute nicht dabei. Kann nicht dabei sein, hat auch geschrieben. Na gut, wir gehen mal ein Bild weiter. Aber sehr cool auch vom Licht her. Dieses diabolische Licht von unten raus, das ist mit der Taschenlampe. Es gibt so auch in der Bühnenbeleuchtung einen Effekt, dass es so böse wirkt noch zusätzlich. Also wenn ihr möchtet, böses, diabolisches Licht von unten rauf, das Licht, das schaut immer ganz creepy aus. Wird auch bei Theaterstücken verwendet. Oder natürlich der Klassiker aller Horrorfilme, der völlig gehypt wurde, leicht. Bin ich grottenschlecht, ist Blair Witch Project. Dort ist der Effekt mit der Taschenlampe. Sie erzählen sich dann diese Horrorgeschichten und so. Gut, ich glaube, das ist relativ einfach, was das sein könnte für einen Film. Die Frage ist nur, welcher Teil. Ich denke, es ist Jurassic Park oder Jurassic World oder Jurassic irgendwas und nicht irgendwie mein Freund der Dino oder so. Sie schreibt es auch rein, Jurassic Park, also damit meint sie die Älteren, die Klassiker. Weil es gibt ja schon Jurassic World 1 und 2, glaube ich. Das ist natürlich ein Thema, das immer wieder kann verfilmt werden. Susan ist, glaube ich, leider nicht heute in der Leitung. Falls ja, kann sich kurz melden, weil ich mich noch würde wundern, wie groß diese Dinos jeweils einzeln. Ich glaube, sie nämlich, also T-Rex wird vielleicht so, sage ich, 10, 15 Zentimeter groß sein. Aber auch vom Fahren her, die gibt es schon so auch Millionen von Jahren, finde ich es gut inszeniert mit diesen fleischhungrigen Dinos, die da in die Kamera brüllen. Gut, Ladies and Gentlemen, wir gehen ein Bild weiter. Oh, du machst, also ich habe so eine Vermutung, weil du oft davon geredet hast im Kurs, Sonja. Darum lasse ich mal die anderen vorweg. Ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Sonja, nick einfach, wenn ich richtig liege. Es ist ein Kinderfilm, Kinderserie. Okay. Was könnte das für ein Film sein? Habt ihr eine Idee? Ihr könnt es gerne in den Chat reinschreiben. Es ist von einer Europäerin, glaube ich, das Buch, original, meinte ich. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Habt ihr eine Idee, was es für ein Film sein könnte? Also es ist nicht Herr der Ringe, es ist auch nicht Anna Göldin, letzte Hexe. Es ist auch nicht irgendwie das Burgfräulein von irgendwas. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Harry Potter.
Harry Potter. Und dann wärst du die Hermine, Sonja. Ist es Harry Potter, Sonja? Wie? Ist es Harry Potter? Nein, es ist nicht Harry Potter. Ach, ich muss mal mein Mikrofon richten. Hört ihr mich jetzt besser? Ich habe das Mikrofon irgendwie völlig im Schuss gehabt. Okay, also es ist nicht Harry Potter. Es ist nicht Herr der Ringe. Es hat, aber es spielt eher so im Mittelalter, so plus minus so. Also nicht in der Neuzeit. Es hatte noch keine Autos. Ich glaube nicht, dass es im Mittelalter war. Nein. Okay, aber es hatte noch keine Autos in der Serie oder im Film. Ja, es sind, waren Wagen, glaube ich. So okay, also sie hatten schon Räder. Okay. Also Harry Potter zum Essen. Ich habe sie schon ganz lange nicht mehr gesehen. Weißt du, von wem das Buch original geschrieben worden ist? Ja, aber ich habe den Namen vergessen. Okay. Aber ich weiß, dass er es in der Schweiz geschrieben hat. Es ist ein deutscher Autor und der war im Exil, es war im Zweiten Weltkrieg. Hieß er Kurt Held oder irgend sowas? Okay. Also ich glaube, entweder reden wir nicht vom Gleichen oder... Ich tippe auf Ronja Räubertochter. Nein. Eben, okay, weil das wäre erst Lindgren. Also, klär uns auf. Das ist die rote Zora. Die rote Zora und ihre Bande. Genau, daher. Ja. Okay, die rote Zora, sehr cool. Das ist, das spielt doch in Kroatien und... Ja. Aber ihr, das ist nicht Mittelalter, das ist später, das ist eher... Ich weiß auch nicht, letztes Jahrhundert oder irgendwie sowas. Gut. Okay. Und da gab es eine Serie und einen Film, oder? Glaube ich. Ja, aber ich glaube, der Film, der wurde, also die Serie habe ich wirklich als Kinder gesehen. Das muss irgendwie 70er oder 80er Jahre sein. Ja. Und dann gab es vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so gab es, glaube ich, noch einen Film. Den habe ich aber nicht 2008. Gesehen. Kurt Held habe ich schnell nachgeguckt. Ah, doch, Kurt Held, ja. Ja, ja. Sehr cool. Die Rote Zora habe ich, also Ronja Räubertochter habe ich ab und zu geschaut, die Rote Zora kenne ich, ich kann sogar das Lied, aber ich kann mich nicht wirklich bewusst daran erinnern. Aber das sind so Kindheitserinnerungen. Sehr cool. Hast du dich da in dein Mittelalterkostüm geschwungen oder läufst du immer so herum in der Freizeit? Im Kinder, bei der Verkleidungskiste habe ich mich bedient und geschaut, was mir noch ging. Okay, sehr cool. Ja. Und was annähernd nach dem aussieht. Okay, sehr cool. Ja. Very nice. Und die hat eine rote Haare, oder wo kam der Name her, rote Zora? Ganz genau, die hat ganz rote Haare. Okay. Gut. Sehr cool, Sonja. Wir gehen mal ein Bild weiter. Ja. Ui, auch ein Klassiker. Der Altmeister, ich liebe seine Filme. Peter ist, glaube ich, in der Leitung. Ja, genau. Was könnte das für ein Film sein? Jeder, der über 30 ist, sollte den Film kennen. Psycho. Psycho, genau. Alfred Hitchcock. Hä? Und da gibt es ja auch noch... Ja. Ich glaube, gibt es noch eine Serie, Bates Motel oder irgendwie so. Und auch mit eigentlich extrem wenig Mitteln, aber extrem effektiv. Eigentlich eine Frau im Duschen, Duschvorhang, Musik, das reicht, um wirklich Suspense zu erzeugen. Und in vielen Filmen kommt ja auch Hitchcock selber vor, zum Teil inkognito, dass man gar nicht erkennt. Also ähnlich wie Tarantino praktisch auch in jedem seiner Filme irgendwie eine kurze Rolle hat. Ja. Peter, erzähl uns zum Bild. Es schaut, ich habe gedacht, so, ja, du hast sie einfach gemacht, dass du einfach ein Bild aus dem Film genommen und reingesetzt. Aber ich glaube, das ist inszeniert, oder? Hilf uns nach. Ah, das ist von wem ist das Bild? Oh, das Bild ist von mir. Ja, Bella. Willkommen. Ja, kein Problem. Ich lese immer die, weißt du, ich lese immer irgendwie unten dran die Kommentare und nachher denke ich, das Bild ist von mir. Also Isabel, schieß mal los. Was hast du denn da gemacht? Ist das dein Schatzi? Da musst du hinhalten. In der Tat habe ich so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Und zwar, ich bin kein Filmegucker. Ich gucke keine Filme, ich bin kein Fernsehgucker. Das ist alles so, ja. Und das war jetzt ein bisschen schwierig. Und ja, demzufolge habe ich dann, oder ist mir dann irgendwann dieser Film eingefallen, Psycho von Hitchcock. Den habe ich doch mal gesehen. Ja, genau, richtig. Und demzufolge haben wir dann in der Dusche. Ja. Mit die Dusche an und dann mit dem Messer halt. Ne? Dusche an und Messer rein. Ihr hattet sicher eine Gaudi. Wir hatten Gaudi gehabt, genau. Das Badezimmer war nass am Ende, überschwemmt. Ja. Aber wie gesagt, am Ende in der Tat mit ganz wenig Bordmittel. Ich habe ein Stativ genommen. Ich habe das Foto mit einem iPhone gemacht. Ja. Und habe Selbstauslöser gedrückt. Sehr effektiv. Ja. Genau.
auch mit der Bewegungsunschärfe und einer Hand mit dem Messer, wirklich ganz cool. Ja. Und auch dieses Schwarz-Weiß, also es sind wirklich, also ich glaube, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, kann man ihn irgendwie zuordnen, was das sein könnte. Also außer jetzt die jüngere Generation von uns, wo jetzt halt noch nie das gehört hat von Alfred Hitchcock. Genau. Genau. Sehr cool, sehr cool. Ja, danke schön. Super umgesetzt. Vielen Dank. Also, jetzt haben wir wieder was Reduziertes, aber ich habe so eine Grundidee, was es sein könnte von Lenker. Ich habe zwei Schiffe, ein Schwarz und das Weiß. Das eine davon scheint ein Piratenschiff zu sein. Und tippt mal drauf los, was das für ein Film sein könnte. Was habt ihr für Ideen, was das sein könnte? Flucht der Karibik. Flucht der Karibik, Nummer 1. Ist jemand einer anderen Meinung? Black Pearl, okay, es wäre auch Flucht der Karibik. Also es gibt einen Film, wo Black Pearl heißt. Olli, du meinst auch Flucht der Karibik? Genau, das Schiff ist die Black Pearl natürlich. Ah, das Schiff ist die Black Pearl, okay. Also sind alle meinen Flucht der Karibik. Lenka? Ja. The stage is yours. Sind wir Richtung in der Annahme mit der Flucht der Karibik? Oder ja, völlig natürlich. Falsch? Das schon. Ist Black Pearl. Das ist die Black Pearl, sehr cool. Richtig. Und wie hast du von der Grundidee nachher an der Umsetzung gearbeitet? Also die Schiffe gefaltet und wie inszeniert es? Schaut so aus wie ein Bettlaken, wo die drauf schwimmen. Die Schiffe, also die Origami-Schiffe. Oder so ein Handtuch also oder irgendetwas. Ich habe keine Idee, was für einen Film sollte ich wählen, aber dann ist mein Sohn diese Serie gesehen und das hat mir eigentlich gefallen, dass ich das eigentlich auch sehr gern. Ja. Und dann war ich einfach am Überlegen, wie sollte ich das einfach gestalten. Und ich wollte irgendeine Schiffe zu Hause finden, aber das war keine. Und dann hat mein Mann diese für mich gebastelt. Die Schiffe. Und die Unterlage ist, ja, und die Unterlage ist einfach ein Switchet von meiner Tochter. Weil ich wollte etwas, was nach Wasser ausschaut. Genau, wie Karibik. Ich wollte zuerst etwas durchs Wasser fotografieren, aber das hat gar nicht geklappt, weil die Kamera konnte einfach gar nicht schärfen durchs Wasser. Ich war wirklich... Aha, vom Scharfstellen, okay. Ja, ja genau, weil mit Augen habe ich das scharf gesehen, aber die Kamera konnte das auch manuell gar nicht einfach scharf. Ja, Wasser und Scharfstellen hat die Kamera nicht so freut, das ist definitiv so. Ja, genau. Aber sehr cool, ich meine, extrem reduziert umgesetzt, ein schwarzes und ein weißes Origami-Schiff mit Piratenflagge rein und schon wissen 90% aller, die irgendwo mal einen Teil Flucht der Karibik gesehen haben, was es für ein Film ist. Also auch das muss man schaffen. Lustigerweise habe ich heute erfahren, dass der nächste Teil von Flucht der Karibik nicht mehr mit Johnny Depp spielt, weil ja Disney ihm, glaube ich, verboten hat, diese Rolle zu spielen, weil er so ein bisschen leicht Probleme hat. Aber dafür gibt es einen weiblichen Gegenpart. Anscheinend wird Margot Robbie eine Piratin spielen. Und wenn man sie aus den Filmen, aus den wenigen, die sie jetzt gemacht hat, kennt, dann wird es ein sehr lustiger Film. Kann ich euch schon jetzt versprechen. Also es ist eine ebenbürtige Nachfolgerin von Johnny Depp. Jetzt mal schauen, schauen wir mal. Genau. Jetzt muss ich glaube, wenn ich es richtig interpretiere, ich klinke mal kurz aus dem Bildschirm teilen, weil ich glaube, es ist der letzte Beitrag. Oder ist jetzt jemand noch nicht gekommen? Okay, gut. Dann gehe ich noch mal kurz rein. Ich mache kurz dazu. Gehe noch mal auf Refresh. Zacki, zacki. Genau. Ihr seht nämlich jetzt, oder ihr solltet das Thema sehen für nächste Woche. Seht ihr es? Sommer. Die Aufgabe für nächste Woche ist Sommer. Das könnt ihr so interpretieren, wie ihr möchtet. Habt ihr von eurer Seite aus noch Fragen, Sachen, die euch am Herzen liegen oder sonstige? Ja, Olli? Und zwar für Joe. Also dein Bild, das hat meine Woche gerettet. Ich habe mich unglaublich gefreut auf diesem Foto. Und ich habe so viel gelacht und das hat mich so motiviert. Also das hat mich wirklich super, es war ein super Aufsteller, da dein Bild, Joe. Merci vielmals. Vielen Dank euch. Der Held der Woche. Das müssen wir im Prinzip groß ausdrucken und dann zu Hause aufhängen und dann mal schauen, wie viele merken, dass es nicht das Original-Filmplakat ist. Ja. Ja. Sehr cool, sehr cool.
Gut, also für nächste Woche. Wir sehen uns wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Wir haben ja bereits, glaube ich, den Monat, wo wir dreimal wieder geführt haben, die Live-Session dann auf Sendung. Und beim vierten Mal werde ich dann einen Moderator oder eine Moderatorin küren. Da kann dann sich jeder freiwillig melden. Und wir werden dann in den nächsten zwei Wochen auch noch etwas über Bildanalyse ganz grob mal lernen. Was sind gute und was sind schlechte Bilder und was kann man für Bildanalysefaktoren anwenden. Wir sehen uns nächste Woche. Gleicher Zeit, gleicher Ort. Das Thema ist ein bisschen freier und einfacher. Und ich freue mich auf eure Sommerbilder, weil es beginnt jetzt sehr bald die Sommerferien. Und da könnt ihr euch kreativ austoben. Roberto? Ja, Joe? Frage, die Slides, die du das letzte Mal in der Schule gezeigt hast. Du meinst also die von den Objektiven? Genau. Die kann ich euch aufs Mail tun. Könnt ihr es in Ruhe nochmal durchschauen. Super, vielen Dank. Mache ich. Ich habe die Sachen, die ich dort noch euch gezeigt habe, kann ich aufs Mail tun. Könnt ihr es in Ruhe nochmal digital nachschauen. Mache ich gerne. Gut, dann wünsche ich euch alle am Samstag, am Samstag ganz normal im Zimmer und wir haben den 9 Uhr 216, der erste Lightroom-Tag, Halbtag. Ja. Und wenn wir den Computer auch mitnehmen oder können wir dort einloggen? Ihr könnt mit dem Computer dort vor Ort arbeiten, genau. Würde ich euch am Anfang empfehlen. Genau. Okay, dann müssen wir den eigenen Rechner nicht mitnehmen, ne? Nein, müsst ihr eigentlich nie mitnehmen. Ja. Okay, gut. Albin, hast du deine Bilder bekommen? Jawohl, vielen Dank. Die letzte Samstag sind, gut gesehen. Sind, ich dachte mir noch, bevor ich sie schicke, weil die waren ja doch so aus Alu geprintet oder so. Ja. Auf Alu. Nein, alles. Sind es noch ganz. Sehr schön, das freut mich. Ja. Danke. Vielleicht noch allgemein, das betrifft die meisten von euch irgendwie, in irgendeiner Art. Die Fotopastei hat verkündet, dass sie im September weitermachen. Und zwar machen sie mit beiden Stöcken weiter, den zweiten und den dritten Stock. Und dadurch, dass jetzt viele Ausstellungen pausierten, sieht es so aus, als ob wir frühestens im Januar 2021 würden Räume bekommen. Also für die, die abgeschlossen haben im März, ich tue jetzt das noch ausdeutschen, wann das wäre. Es wäre für die, die abgeschlossen haben im März dieses Jahr, es wäre für die, die abschließen im Dezember dieses Jahr, also die Montag-Samstags-Klasse und eventuell wäre noch eine Atelier-Klasse dabei. Aber ich halte eh alle auf dem Laufenden, wenn diese Ausstellungen werden, sobald ich die Daten habe, durch das Kommunizieren mit euch. Und dann machen wir so ein bisschen, wer möchte, kann einfach sich beteiligen, das, wo abgeschlossen hat. Für die, die im Grundmodul sind, wir werden das dann im Abschlussmodul, also viel, viel später dann auch noch besprechen. Macht euch noch keine Sorgen über Ausstellungen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Meine Tochter schleicht schon herum. Ich glaube, sie will, dass ich eine Gute-Nacht-Geschichte vorlese. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Okay, bis Dienstag. Hasta la vista. Hasta la vista. Ciao zusammen, schönen Abend. Ciao zusammen, ciao. Schönen Abend. Nicht, oh.